So, da sind wir wieder. Spiel wird schon geladen. Ich stelle eben noch schnell die Uhr an. Ja. So, das Beste ist erstmal, es geht in der. Ja, geht in der Freizeit, wenn es dir scheiße geht. Hier in der Schmiede, müssen wir unbedingt Eisenerz holen. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, weil hier unten ja so ein Eisenklumpen ist und ja, würde ich einfach sagen, wir holen uns diesen Eisenklumpen mal und bauen ihn mal ab. Dazu packen wir uns jetzt einfach mal irgendeinen Idioten, der hier rumläuft. Nämlich den Egon. Unbekannt. Er macht schon wieder irgendwas Unbekanntes. Was willst du, Junge? Oh, der hat wahrscheinlich den Report gemacht. Egal. Zack. Und dann darf er direkt hier unten mal den Knubbel hier kaputt hauen. Dann holen wir das Eisen erstmal hoch. Und mit irgendeinem anderen Zwerg, der gerade nichts zu tun hat, räumen wir dann unten mal hier alles um in die Höhle. Ja, dann wäre es das auch wieder. Bis erst. Yeah, so, dann brauchen wir nur noch 5 Bildstämme. Dann bauen wir das Sägewerk und dann können wir auch schon ein paar mehr Sachen bauen. Was natürlich sehr in Interesse ist, würde ich sagen. Und wir können schon einen Metallleiter und die Dampfmaschine können wir endlich bauen. Juhu. Endlich, endlich. So, wo haben wir den Zwerg? Ist der schon unten? Frederike kommt. Und Egon ist noch nicht unten. Ja, und am besten hier bauen wir dann einmal eine Leiter hin, das reicht. Dafür brauchen wir keinen Aufzug unbedingt. Egal. Ja, wir können natürlich auch hier oben nachher nochmal gucken. Hier hatten wir ja auch eben am Anfang Eisen gefunden. Denn ich will mindestens auch ein Lager voller Eisen ungefähr machen, denn später in der Kristallwelt findet man auch noch Kristall und man braucht unbedingt Sachen später. Und Nahrungslager voll zur Not und alles, das ist ziemlich wichtig meiner Meinung nach. Frederik ist gut. Zack, zack. Die Kohle lassen wir mal hier liegen, das ist okay. Die räume ich jetzt nicht alle um, das kann man später dann auch noch immer machen. Beziehungsweise später immer noch machen. Dann die Ringe, die lege ich ganz hinten in die Ecke. Und alle nebeneinander, damit ich auch sehe, dass alle noch da sind. Wo willst du? Schilder hier hin und Waffen rechts daneben. So. Dann haben wir hier so ein bisschen sortiert. Würde ich sagen, ist okay. Hier, dem lassen wir jetzt mal das ganze Eisen mitnehmen. Beziehungsweise Eisenerz natürlich. So, und dann gehen wir direkt nach oben. Und lagern den Scheiß natürlich hier oben ab. Ja. Dann hätten wir hier schon mal ein bisschen mehr aufgeräumt. Hier oben geht dann auch soweit alles voran. Außer diese 5 dummen Bildschirme. Das ist blöd. Jetzt fangen die eiskalt damit zuerst an. Das ist unfassbar. Echt unfassbar. Naja, egal. Irgendwann wird das Sägewerk schon gebaut werden, hoffe ich doch mal. Und wir machen einfach Folgendes und nehmen uns mal diese Zwerge hier, diese 3, und schicken sie mal nach unten und dann fangen wir mal an,
so soll das Let's Play ja eigentlich auch heißen, die Titanic zu erkunden. Und ich glaube, wir brauchen 4 Zwerge, also nehmen wir direkt noch Gwendoline mit. Schiff. Ausrauben können wir es immer noch später. Erstmal das Quest durch zimmern, sag ich mal so. Ja. Er klettert schon mal fleißig hoch. Wir müssen hier unbedingt einen Grenzstein oder so aufbauen. Weil wir das Eisenerz natürlich auch schon direkt hier oben hinlegen können. Oh nein, ne? Ey, du bist so unfassbar, Alter. Ich hasse diese Zwerge, die einfach dann alles vorweglegen wollen. So. Kann man erstmal ein bisschen weitermachen. 3 unten und Gwendoline kommt sofort auf. Gut. Sind die 3. Gwendoline kommt sofort. Gut, alles klar. Oben läuft so weiter, dann alles weiter. Gut. Dann gebe ich, glaube ich, tatsächlich mal eine Dingens. Oh, ne, egal. Ja. Gucken wir uns mal an, was wir denn hier alles so finden. Interessante Musik. Wir finden nämlich, glaube ich, auch ziemlich viel in dem Schiff. Eisenerz. Noch mehr Eisen. Das können wir nachher alles ausbeuten. Noch mehr Eisen. Also richtig geil. Was man hier drin findet, ist super. Dann noch ein bisschen zu essen. Was man natürlich einfach noch so essen kann. Und noch mehr Eisen. Also dreimal Eisen da. Wahrscheinlich so 3 in jedem Fass ungefähr. Dann hier direkt nochmal Eisen. Und hier noch magische Beweise. Was auch immer das für ein Buch ist, muss ich nochmal gucken. Mit ihm gehen wir erstmal eine tiefer. Hier das Rauschen schicken wir schon mal da oben. Ah ja, kann sie ja noch gar nicht. Schicken wir sie erst nach da. So. Ja, genau, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Questarten. Zum einen ist das diese hier. Und hier kommt man natürlich, wie man sieht, nicht sehr gut durch. Also lassen wir das auch direkt. Man könnte natürlich sich hinstellen. Es geht oben, wutsch, schnell und immer wieder zur nächsten Seite. Das geht auf jeden Fall. Aber wir machen es anders. So. Nummer 1. So geht das hier ab. Hier sind übrigens Pilze, weil die Zwerge hier so lange stehen bleiben müssen. So öffnet sich das Tor hier. Da sind auch Grillpilze drin, garantiert. Jetzt kann die hier rein. Das ist einfach, damit die Zwerge da nicht vor Nahrung verrotten. Gwendoline ist auch schon da. Wie gesagt, hier sind auch welche drin. So. Die können wir schon mal hochschicken. Also, erster Punkt: drücken wir diesen Schalter. Geht die Tür auf, gehen wir mit einem hier rein, drücken den Schalter. Zack. Dann passiert folgendes, dieses Tor geht zu und dieses hier geht auf. Jetzt können wir wieder einen weitergehen. Und mit diesem Zwerg hier weiter vorrücken, während der da drin gefangen bleibt fürs Erste. Gehen mit diesem Zwerg hier rein. Oho, oho, was haben wir denn da? Drücken auf diesen Knopf hier. Anschließend geht die Tür auf. Können mit dem Zwerg hier reingehen. Mit diesem nach unten. Hier öffnen. Finden wir noch was zu futtern. Können wir ja gerne noch essen, so, wenn es schon rumliegt, ne? Ja. So, und jetzt braucht ihr nur noch hier schön, weil die Tür ist ja noch zu. Noch einmal auf diesen Knopf hier zu drücken.
Und anschließend geht diese Tür wieder zu. Ne, diese bleibt sogar. Doch, die geht wieder zu. Und hier, die öffnet sich. Und los können wir legen. So. Wir speichern kurz noch einmal. Habe ich eigentlich die Uhr gestartet? Gut. Ja, wo sind wir hier? Das schöne Quest. Und es gibt viel zu holen. Gold, eine Schatztruhe. Sehr interessant, oder? Und hier rum wäre man übrigens hier auch so hochgekommen. Diesen Kraken ist eigentlich ziemlich einfach zu besiegen. Das ist ja der Krake so. Man drückt einfach auf diesen Schalter hier. Ja, und das ist der Fail, der passieren kann. Deshalb muss man immer mit zwei Zwergen gehen. Verdammt, habe ich total vergessen. Ich lade eben, denn ich habe keine Lust zurückzulaufen. So viel zu einfach. Ja, drücken wir einfach nochmal hier unten auf diesen Schalter. Dann werden, glaube ich, alle Türen wieder zurückgesetzt. Ah ne, nur diese Tür geht auf. Egal. Gehen wir nach oben. Den Schalter. Die Tür geht auf. Und dann sind wir schon mit zwei Zwergen da. Ne, die Tür ist ja immer noch offen. Also wie ihr durchkommt, habt ihr jetzt eben am Anfang ja gesehen. Falls ihr da Hilfe braucht, könnt ihr euch das einfach angucken. Ich hoffe, es ist gut genug erklärt. Und jetzt werden wir natürlich den Kraken hier mal vernichten. Indem wir einfach Schalter drücken. Ah, diesmal haben wir es sogar direkt geschafft. Oh oh. Zack. Und er ist vernichtet. So einfach geht das. Ja, so einfach ist das, diesen Kraken hier zu töten. Er lebt nicht mehr. Und jetzt können wir natürlich schön runtergehen. Indem wir erstmal hier Zurückmarschmarsch machen. Ja, wir haben gar keinen Zwerg, der hier drauf drücken kann. Scheiße, aber auch. Erstmal drücken wir hier drauf, dann geht die Tür wieder auf. Ja, komm durch. Hopp. Er kann nach oben gehen. Dann drücken wir hier die Tür, dann sollte diese wieder aufgehen. Ja. Dann gehen wir mit allen Zwergen runter. Und mit diesem Zwerg hier auch. Mit einem Zwerg drücken wir eben kurz noch einmal diese Tür. Und dann kann unser anderer Zwerg hier auch wieder raus. Und dann hätten wir das Quest auch schon soweit abgeschlossen. So gesehen. Drück den Knopf, Tür geht auf. Und wir können auch mit diesem Zwerg runter. Hopp. Wunderbar. Ja, jetzt nehmen wir jetzt einfach mal die Zwerge hier mit. Und ich weiß gar nicht, ob die Dampfmaschine nach dem Knopf. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, mit einem Zwerg muss man hier sogar durchkommen. Es sei denn, der eine wirft einen vorher runter, weil da ist, glaube ich, so der Ausschaltknopf. Egal, dann laufen wir einfach mal. Und schon müssten die Dinge aus sein. Ja. Jetzt kommen wir mit den Zwergen auch durch. Ohne platt gemacht zu werden. Also das ist auch noch so ein kleines Ding. Diese Quest, was sie eingebaut haben. Weil das nicht allzu schwer ist. Ja, hoch mit euch. Ja, so. Und Applaus, Applaus. Wir können jetzt erstmal hier alles schön ausrauben. Sind einmal drei Gold, Schmückchen hier. Mehr ist hier, glaube ich, nicht an Gold. Aber ist ja auch relativ egal. Drei Gold ist besser als nichts, ne? Und dann haben wir natürlich hier noch eine Schatztruhe.
Magnet auf. Sie war voll am Heulen fast und jetzt grinst sie. Und was haben wir? Wir haben den Ring des Wassers. Wuhu. Tja. Der Ring des Wassers war ja klar. Mein Kriegsschwingel! Also jedes Mal, wenn wir einen Ring von ihm abziehen, passiert etwas in seiner Höhle da. Ich glaube, die können wir sogar sehen. Ja. Hier ist die Höhle. Das ist einfach ein kleiner Bug. Er wird einfach hier auf der irgendwo, meistens oben links auf der Karte generiert, schnell. Und dann sieht man da halt die Höhle. Ja. Und hier wurde halt das Video dann gemacht. Das ist halt in diesem Spiel hier so. Das konnte man auch beim ersten sehen. Da konnte man dann halt den Stuhl hier links sehen. Also man saß von hier aus gesehen von der Seite. Dann stand hier vorne der Tisch so. Naja, hab ich vergessen zu zeigen. Egal. Und das Schlafen wird gemacht. Ich wette, das Säge weckt man noch nicht. Ohne Witz, ne? Es ist unfassbar. Egal. Machen wir einfach mal hier weiter schnell. Wir haben den Ring des Wassers bekommen. Können hier vorne noch ein bisschen erkunden, glaube ich. Und noch ein paar Sachen mitnehmen. Und dann verschwinden wir auch wieder von hier. Ja, ich hatte gerade gedacht, das wären Wände, die mir im Weg sind. Toll. Also das Schiff kann man wirklich sehr schön ausbeuten. Hier ist allerhand drin. Noch was zu essen. Zack. Oh. Ah, sieht an. Da ist es. Das Amulett. Wovon ich schon gesprochen habe. Ich wusste doch, man erhält es hier irgendwo im Level. In dieser Welt. Und noch mehr Gold. Juhu. Also wenn das keine Ausbeute ist, Leute, ich weiß es auch nicht. Ich finde, die Ausbeute ist sehr schön. So, sie hat was gegessen. Nehmen wir das Amulett auf. Das ist das Amulett. Und das verbindet sich anscheinend mit diesem Tut nicht weh. Was das Amulett so wirklich macht, weiß ich auch nicht. Naja, egal. Noch mehr Gold. Wow, kriegen wir hier viel Gold. Und noch ein Buch. Funkenflugvermeidung, das ist irgendwas mit Metallen, glaube ich. Zack, und nochmal. Damit hätten wir den ersten Winkel schon voll. Da liegt sogar noch ein Stück Metall. Uiuiui. Das ist eine große Ausbeute. Und dann haben wir hier nochmal Gefahren im Bau. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Hier haben wir noch mehr Eisenerz. Bier. Zack, zack. Also hier kann man echt groß ausbeuten, muss man ehrlich sagen. Es ist wie eine Goldgrube und noch mehr Eisenerz. So, dann haben wir schon den nächsten voll. Den können wir auch direkt nach oben schicken. Und ich baue jetzt unbedingt hier vorne mal Grenzstein für die Höhle da. Ja. Der ist auch fast voll. Hier oben hatten wir fast alles genommen. Hier hatten wir alles genommen. Hier hatten wir alles. Da müssen wir noch hier runter gehen. Also hier ist echt so viel, was man mitnehmen kann. Das ist unfassbar. So. Auch nach oben. Und dann haben wir hier noch irgendwo den Zwerg, den ich nach hier geschickt habe. Genau.
Mit dem nehmen wir natürlich auch noch alles mit, was hier noch so ist. Und hier ist noch ein Gang, den habe ich noch gar nicht erkundet. Also da ist wahrscheinlich noch mehr Zeug. Also beschweren kann man sich hier nicht über wenig zum Mitnehmen, sag ich mal so. Hier kriegt man echt allerhand. Und da unten haben wir natürlich auch noch was zum Ausrauben später. Übrigens, die AK-47 ist doch echt mal geil, oder? Ja, sieh mal einer an. Da hat wohl einer am Tisch gesessen und ist dabei schön gestorben. Kommt vor, würde ich sagen. Ja, und das sind übrigens auch die Metallleitern. Kann man leider nicht so anklicken und dann einreisen. Das wäre sehr geil. Aber egal. Wir haben den nächsten Ring, also unsere Hauptquests sind ja soweit schon fast abgeschlossen. Ja. So, jetzt können wir auch noch ein Industrieschlafzimmer bauen. Jetzt können sich die Zwerge dann schließlich aussuchen, wo sie denn pennen wollen. Sind hoffentlich zufrieden. Ansonsten haben sie halt Pech gehabt. So sehe ich das. Ja, wo bauen wir das hin? Hier könnte man es hinbauen, weil wir irgendwo noch Platz für die Dampfmaschine brauchen. So, nö, passt das sowieso nicht. Ich habe aber hier... Aber irgendwo müssen die Sägerei ja auch noch hin. Ich weiß, was wir machen. Wir bauen nachher hier die Säge und das Sägewerk rein und das Bett kommt hier hin. Wäre, glaube ich, das Beste, oder? Oder. Ich weiß es nicht, irgendwie. Ah, die Dampfmaschine wurde erfunden. Ja, wo bauen wir es denn jetzt hin, Alter? Lass mal sagen, wir bauen das Lager ab. Ja gut, komm. Wir bauen das Bett einfach da. Zack. Lieber eins weiter irgendwie. Ich muss das Ding hier leider abreißen, ohne Witz. Ich baue es da rein. Dann habe ich nämlich mehr Platz. So, Dampfmaschine wurde erfunden. Die können wir dann gleich dann auch bauen. Das Sägewerk wird immer noch nicht gemacht. Ich krieg bald so viel. Und hier unten haben wir noch ein Zwerg drin stehen. Da oben. Dann können wir hier schon mal unsere schönen Rohstoffe hinlegen. Zack. Zack. Amulett tun wir einfach mal hier vor die Ringe. Dann den Ring hier hin. So. Dann tun wir das Eisenerz. Zack, nach hier oben. Und dann hat sie auch Freizeit und er macht jetzt genau dasselbe. Gold hier hin. Freizeit hast du. Aber ich kann mich nie daran erinnern, dass ich wirklich so viel Gold hier rausgezogen habe. Immer so vielleicht 6 Golddinger oder so. Aber so viel ist echt krass. Naja, egal. Kann man froh drum sein, würde ich sagen. Jetzt kommt noch Enrika und Vedoline pennt unterm... Ist eiskalt. Hab ich die Etage tiefer geschickt, lol? Glaube nicht. Egal. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Boah, nee, ne? Es ist unfassbar, diese scheiß Zwerge teilweise regen sie mich so auf, ne? Krieg ich echt zu viel. Das ist immer diesen, ey, diesen Scheiß einfach nur runterzuwerfen. Ohne Witz. Das
Bierfass kannst du schön hier oben hinstellen. Ja, die Brauerei hat übrigens einen schönen Nebeneffekt. Übrigens, wer lesen will, kann gerne lesen. Wenn man Bier braucht, kriegt man schön viel Service, genauso wie beim Bardienst. Und den Service braucht man für Entwicklungen wiederum. Also ziemlich gut. Oh, Industrieschlafzimmer. Oh, hat sich noch nie aufgehoben. War zu schnell. Zack. Dann die Schmiede kurz noch aufheben. Habe ich die alle nach in die falsche Etage geschickt oder was? So, hier. Hier hin. Ja, warten wir, bis hier oben ist. So, Industrieschlafzimmer kannst du dann schon mal aufbauen. Lady. Können wir auch einfach mitten reinpacken, da passt sowieso nichts mehr neben. Zack. Zack. Einen jetzt hier oben hin. Und das hier auch wiederum. Komm schon. Hier oben. Oh nee, ey, ohne Witz, ne? Was ist denn heute los mit diesen behinderten Zwergen? Ohne Scheiß. So, Eisenerz hier oben hin. Oh, nee. Tante, ey. Ohne Witz. Lass mich doch verarschen. Eisenerz kommt hier hin. Alter. Mal piept die noch sonst so? Oh. Die hat's noch nicht mal. Okay, weißt was? Lass liegen. So blöd. Ich schaffe sie das wenigstens noch, ja. Anscheinend. Wenigstens etwas Positives. So. Schlafzimmer steht fast auch noch. Eine Minute dauert das Let's Play noch ungefähr. Da kriegen wir die Schmiede auch noch schnell aufgebaut. Ja, und hier halt. Wir müssten doch wohl langsam mal irgendwie 5 Service haben, oder? Zwerge. Produktion. Service. Wir haben mit Mutz schon 9. Ihr habt nur total wenig Holz. Habt ihr alle so wenig Holz? Unfassbar, unfassbar. Frieda sollte vielleicht noch ein bisschen Service machen. Machen wir sie. Frieda. So, ich weiß hier Frieda jetzt einfach mal zur Bar. Dann wird sie in Zukunft den Service mehr machen und Service kriegen. So, haben wir. Dann bauen wir hier direkt die Schmiede auf. Und da sollte dann noch Platz sein für den Rest. Ja. Wie ein Sägewerk, wo kein Schwein dran arbeiten will. Diese scheiß Fliege, die hier gerade bei mir rumfliegt, die nervt voll. Zack, 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 zack. Ja, und da ist das Let's Play auch schon vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Erstmal egal. Tja, du kannst keinen Bildschirm mehr aufschieben. Es ist relativ egal jetzt. Es ist jetzt erstmal wichtiger, dass es hier... Oh, nee, ne? Warte, was soll denn die Scheiße jetzt? Verpiss dich doch da und lass sie raus. Darf echt nicht wahr sein. Was heute, ey, mit heute die Zwergen abgeht, das ist abnormal. Das regt einen ja auf. So, ablegen. 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 Ablegen.
Und nochmal ablegen. So, jetzt haben wir 4 Stämme da. Das sollte ja wohl langsam reichen. So, egal, wir haben die Titanic soweit erkundet. Werden die natürlich noch. So, wir sprechen mal auf 2. Werden die natürlich noch, auf einen speichere ich gleich auch nochmal. Werden die natürlich noch weiter ausrauben im nächsten Let's Play. Und im nächsten Let's Play werde ich wahrscheinlich eher ein bisschen hier in der Siedlung rumbauen und wahrscheinlich greifen wir dann unten die Trollburg da an und rauben diese auch noch aus. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, dann. Ich gerade Ciao Jen gesagt. Ich meine natürlich Ciao. Also bis zum nächsten Mal.